Teilnehmer, ich höre ganz gerne Kirchenglocken, aber ich habe ihn gebeten, jetzt mal aufzuhören. Scheint mir sinnvoll zu sein. Seit vielen Jahren begleiten wir den Krieg in Afghanistan. Seit vielen Jahren stelle ich fest, dass man uns daran gewöhnen will, dass der Krieg doch ein normales Mittel der Politik sei. Ich finde es eine Katastrophe und sage wie Willy Brandt und viele andere, das ist eine Ultima Irratio. Wir brauchen keinen Krieg. Wir müssen endlich Politik mit ganz anderen Mitteln machen, als mit den Mitteln des Krieges. Und ich höre ja immer zu, auch denen, die für den Krieg waren, alle anderen Fraktionen im Bundestag, welche Begründung sie dafür abgegeben haben. Ich darf daran erinnern, die erste Begründung lautete, man müsse Krieg in Afghanistan führen, um den Terrorismus von Al-Qaida zu bekämpfen. Es gibt nur zwei Probleme. Al-Qaida sitzt nicht mehr in Afghanistan. Al-Qaida sitzt jetzt im Jemen und in Pakistan. Wenn die Logik denn stimmte, die ich ja für falsch halte, dann müssten sie jetzt theoretisch, was sie ja schon zum Teil tun, Pakistan und den Jemen angreifen. Niemand kann darin ernsthaft eine Lösung sehen. Und darf ich auf eins hinweisen? Al-Qaida hat viel Geld. Woher? Alles Geld, das Al-Qaida bekommt, bekommen sie aus Saudi-Arabien. Das ist nun aber der engste Verbündete der USA und auch Deutschlands. Schon hier beginnt der Skandal. Und das Zweite ist, dass Saudi-Arabien jetzt in Bahrain einmarschiert ist und dort die Friedens- und Freiheits- und Demokratiebewegung zusammenschießt. Und Deutschland liefert auch noch 200 Panzer an Saudi-Arabien. Auch das ist ein Skandal und zeigt die Verlogenheit dieser Politik. Das zweite Argument lautete, man müsse die Taliban stürzen. Die Taliban durften nie wieder an die Macht kommen. Erstens widerspricht das der Kultur des Landes, so kann das überhaupt nicht funktionieren. Aber zweitens höre ich jetzt, wie Frau Merkel erklärt, sie will doch mit den guten Taliban, die gab es früher übrigens gar nicht, Gespräche führen. Sie will mit ihnen reden. Sie will dafür sorgen, dass die mit an die Macht kommen. Also scheint doch auch dieses Ziel aufgegeben worden zu sein. Und es war, glaube ich, auch nie Bestandteil. Denn bis zum Sommer 2001 haben die USA mit den Taliban verhandelt wegen einer Erdölpipeline quer durch Afghanistan, nämlich aus ökonomischen Gründen. Dann kam die dritte Begründung, viel später. Und die lautete, man führe den Krieg, um den Aufbau des Landes zu finanzieren, um Demokratie zu ermöglichen, Menschenrechte, insbesondere damit Mädchen zur Schule gehen können. Die Situation ist ganz einfach. Dort, wo schon immer Mädchen zur Schule gehen konnten in Afghanistan, können sie auch heute zur Schule gehen. Und dort, wo sie noch nie zur Schule gehen konnten, können sie auch jetzt nicht zur Schule gehen. Es hat sich nichts geändert. Aber es kommt noch was anderes hinzu. Einmal konnten alle Mädchen in Afghanistan zur Schule gehen. Das war, als die Sowjetunion einmarschiert war und Afghanistan besetzt hatte. Aber das rechtfertigte den Krieg der Sowjetunion auch nicht, weil man wegen der Tatsache, dass Mädchen zur Schule gehen können, nicht ernsthaft Krieg führen kann. Das ist ein absurdes Argument, um das hier mal ganz klar zu sagen. Aber trotzdem habe ich mich mit der Frage beschäftigt und nun hat die UNO alles untersucht. Die UNO hat untersucht, wie sich denn Afghanistan in den Jahren des Krieges entwickelt hat. Und die Zahlen muss ich Ihnen kurz vorlesen. Also, zu Beginn des Krieges umfasste die Armut in Afghanistan 33% der Menschen. Jetzt 42% der Menschen. Zu Beginn des Krieges war die Bevölkerung zu 30% unterernährt. Jetzt zu 39%. Zu Beginn des Krieges lebten 2,4 Millionen Afghaninnen und Afghanen in Slums. Jetzt sind es 4,5 Millionen. Zu Beginn des Krieges hatten 12% der Bevölkerung Zugang zu sanitären Einrichtungen. Jetzt nur noch 5,2% der Bevölkerung. Und zu Beginn des Krieges hatten die berühmten Warlords für den Rauschgiftanbau 131.000 Hektar Mondfelder. Jetzt haben sie 193.000 Hektar. Nichts hat sich verbessert. Alles hat sich verschlimmert. Alle Begründungen für den Krieg waren falsch und verlogen.
errechnet, dass uns der Krieg bis Ende 2010 25 Milliarden Euro gekostet hat. Stellen Sie sich doch nur mal vor, wir hätten nur die Hälfte des Geldes in den Aufbau des Landes gesteckt. Wie anders sähe heute Afghanistan aus? Wir wollen raus aus der Logik des Krieges. Die Bundeswehr muss abziehen. Ich möchte auch nicht, dass hier die Deutschen den Afghanen auf einer Konferenz sagen, was sie zu machen und was sie nicht zu tun haben. Wir wollen endlich die Rechte des afghanischen Volkes gesichert sehen. Und Kultur, Demokratie und Menschenrechte verwirklicht man niemals mit Krieg, denn das ist die schlimmste Zerstörung von Menschenrechten, sondern nur mit einer ganz anderen, wirklichen Entwicklungshilfepolitik, von der wir meilenweit entfernt sind. Lasst uns weiter streiten. Der Zeitgeist ändert sich. Die Gegnerschaft zum Krieg wird zunehmen. Wir werden damit gewinnen. Deutschland sollte doch mal der erste Kriegsdienstverweigerer dieser Welt werden. Das bedeutete, Lehren aus der Geschichte gezogen zu haben. Dankeschön.